Muss er bloß mal pullern. Du bist ruhig. Könnte auch sein, er wartet auf eine Mieze. Jetzt ist aber genug. Donnerwetter, alle Achtung. Na, was habe ich euch gesagt? Die beiden da sind also ihre Freunde. Ja. Sie müssen in Zukunft darauf achten, mit wem sie umgehen. Ja. Ich habe Ihnen doch erklärt, wie wichtig die Milieufrage ist. Ja. Es spielt eine große Rolle, für wen Sie sich entscheiden. Ja. Das ist Benny. Tag. Kell. Dörre. Guten Tag. Fräulein Bodil Hansen. Interessant, Sie persönlich kennenzulernen. Herr Olsen hat mir alles über Sie erzählt. Was? Oh. Ich weiß natürlich, dass es nicht leicht sein wird, aber jetzt müssen wir alle zusammenhalten, um Herrn Olsen zu helfen. Ehrensache. Ja, ja. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass Herr Olsen nicht mehr auf die schiefe Bahn gerät. Wohin? Wieso? Ihr macht doch Quatsch, was? Na, Olsen? Wieder mal frische Luft schnappen? Aber für lange wird's ja wohl nicht sein, denn bald fängt's wieder an, in den Fingern zu jucken, nicht wahr? Aber die Banken überlassen Sie lieber den Fachleuten. Dazu sind Sie nicht clever genug. Nein, Herr Mortensen. Er wird sich nie wieder was zu Schulden kommen lassen. Na, sollte mich sehr wundern. Ich habe da so meine Erfahrungen und werde auch weiterhin ein Auge auf die Herren haben. Sozusagen das Auge des Gesetzes. Und wenn mir noch das Geringste vorkommt, dann... Aber Börre, was soll das? Also, ich muss schon sagen, Herr Olsen. Was? Ach so. Entschuldigen Sie, vielmals, geben Sie her. Ja. Das haben wir gleich. Lassen Sie schon, ich kann noch selbst. Nein, 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 das ist meine Sache, ich bringe es in Ordnung. So, sehen Sie, schon ist der Schaden behoben. Bitte, ach so, Verzeihung. Ich fahre in die Stadt, darf ich Sie mitnehmen, Fräulein Hansen? Ja, gern. Auf Wiedersehen, Herr Olsen, und morgen besprechen wir, wie es mit uns weitergeht. Ich verlasse mich auf Sie. Danke. Hier zur Begrüßung. Gewaltig, Egon. Mit solchen Damen kann man zum Knast aushalten. Fräulein Hansen ist keineswegs eine solche Dame. Es soll jetzt besser im Bau sein, durch diese Reformation oder wie man das nennt. Aber dass es so weit geht. Du hast eine schmutzige Fantasie, so ist das gar nicht. Natürlich nicht. Hat sie auch gesessen? Na, ich werde euch mal ganz genau erzählen, was anliegt. Ja, ja. Was ist denn in den gefahren? Wahrscheinlich muss er pinkeln. Aber Peterchen. Oder eine Note, die ihn abholt. Ich muss ja bitten, ja? Die haut den Stock von der Decke. Na, was habe ich gesagt? Das sind Ihre Freunde, vermute ich. Ja. Jetzt müssen Sie sehr vorsichtig in der Wahl Ihrer Freunde sein. Ja. Für Sie ist sehr wichtig, in welchem Milieu Sie leben. Ja. Viel hängt davon ab, mit wem Sie Umgang pflegen. Ja. Das ist Benny. Guten Tag. Karlchen. Peterchen. Sehr angenehm. Fräulein Monika Hansen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Herr Olsen hat mir alles über Sie erzählt. Was? Die Zukunft wird nicht leicht sein. Wir müssen alle zusammenhalten und Herrn Olsen helfen. Na klar. Ja, ja. Und natürlich dürfen wir Herrn Olsen zu nichts zwingen, wovon wir wissen, dass es unrecht ist. Wer? Wir? Na, Olsen, und wieder trennen wir uns mal. Aber ich vermute, es wird nicht lange dauern, bis es Ihnen wieder in den Fingerchen juckt, was? Versuchen Sie es nicht mit Banken, Olsen. Überlassen Sie die den Experten. Nein, Herr Mortensen. Diesmal können wir uns auf Herrn Olsen verlassen. Ich warte ab und bleibe wach. Auf jeden Fall kann er sich auf mich verlassen. Ich werde Sie persönlich im Auge behalten. Und falls Sie wieder auf geniale Ideen kommen, wird die Falle zuschnappen. Schnapp, schnapp! Aber Peter, wirklich... So geht das aber nicht, Herr Olsen. Was? Ja. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Gestatten? Oh. Soll ich das nicht lieber selber machen? Nein, 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 lassen Sie. Ich mache das schon. Das ist mir eine Ehre. Erlauben Sie? Ja. Moment, so. Danke. Und das hier... Oh, Verzeihung. Möchten Sie mitkommen? Ich fahre in die Stadt, Fräulein Hansen. Ja, gern.
Gehen Sie bitte morgen an Ihre Arbeitsstelle. Ich habe alles eingeleitet. Ich verlasse mich auf Sie. Ja. Da, extra für dich gekauft. Verdammt gut, Egon, dass man im Knast jetzt sogar Flittchen kriegt. Fräulein Hansen ist kein Flittchen. Ich habe schon von dem Quatsch gehört. Reform und Verbesserung. Aber dass man Weiber haben kann. Benny, halt die Klappe. Das ist alles ganz anders. Ja, natürlich, ich weiß. Aber wie ist es dann? Ich erkläre es euch lieber, bevor ihr noch mehr Quatsch redet.